Und vor einem Dreivierteljahr, ich glaube, das wissen viele von Ihnen, ist ja die Polarstern von ihrer einzigartigen Expedition in die Arktis zurückgekehrt. Und ich durfte und hatte die Freude, am 12. Oktober letztes Jahr in Bremerhaven dabei sein zu können bei der Ankunft nach doch einer sehr anstrengenden und ich glaube auch einer ziemlich aufregenden Reise, wenn ich so manche Geschichten darüber gehört habe. Und Sie, lieber Herr Professor Rex, haben damals schon gesagt, dass die Auswertung der Erkenntnisse vermutlich mehrere Jahre in Anspruch nehmen wird und dass die Mission eben viele Menschen fasziniert, ist gut, denn wir sind sicher, dass die größte Herausforderung für die Menschheit der Klimawandel ist. Und deswegen haben ja mein Haus und das Alfred-Wegener-Institut eben schon seit langem Gespräche dazu geführt, wie wir eben mit einer Zwischenbilanz die Auswertung der Daten einmal präsentieren können, damit wir sie eben auch zwischenzeitlich, bevor alles vorliegt, schon mal teilhaben lassen können. Und deswegen bin ich sehr froh, dass das heute passiert, dass wir heute dazu zusammengekommen sind. Ich möchte auch einmal die Gelegenheit nutzen, an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich Danke zu sagen, weil das, was Sie, Ihre Familien, Ihre Partner auf sich nehmen, ist, glaube ich, von unschätzbarem Wert und das ist, weiß Gott, nicht selbstverständlich. Und deswegen sagen Sie Ihrer Familie, aber auch den Kolleginnen und Kollegen, die alle dabei sind, von meiner Seite nochmal ganz herzlichen Dank. Denn was tun Sie mit Ihrer Arbeit? Sie versetzen uns eben als Politik in die Lage, finale Entscheidungen wirklich treffen zu können und das eben wissenschaftlich fundiert. Und Sie geben auch uns die Chance, in der Öffentlichkeit zu zeigen, welche Dynamik der Klimawandel entwickelt hat. Und deswegen will ich auch, bevor Sie gleich über Ihre Arbeit berichten, noch ein paar Worte aus politischer Sicht sagen, weil auch dieses Thema Klimaschutz ist ja in diesen Tagen eine sehr intensive Diskussion im politischen Raum. Meine Damen und Herren, die Mosaikexpedition war eine der Expeditionen der Superlative und ich glaube vielleicht sogar die größte Arktis-Forschungsexpedition aller Zeiten. Aber es ist eben auch die wichtigste, weil wir eben die größte Klimaexpedition aller Zeiten damit haben erreichen können. Und ich will auch noch mal ein paar Fakten nennen, weil das ja wahrscheinlich nicht jedem mehr so geläufig ist. Das Alfred-Wegener-Institut, ein Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung, ist im September 2019 mit dem deutschen Forschungseisbrecher Polarstern in die Arktis aufgebrochen, um sich dort ein Jahr lang im Eis einfrieren zu lassen und dann im Nordpolarmeer mit der Eisscholle, an der das Schiff dann hing, driften zu lassen. Und diese internationale und weltweit herausragende Expedition verlief trotz pandemischer Herausforderungen großartig. Und 300 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus 80 Forschungsinstitutionen aus 20 Ländern rund um den Globus sind ein Jahr lang in der hohen Arktis gewesen und haben kontinuierlich 100 Umweltparameter gemessen. Einmalige und wichtige Daten, und ich glaube, das kann man ruhig betonen, um eben das Klimageschehen in der Arktis und damit auch in unseren gemäßigten Breiten zu verstehen. Die Mosaik hat das Epizentrum des Klimawandels umfassender erforscht, als es jemals zuvor möglich war. Und die Mosaik-Expedition hat eben auch gezeigt, dass der Wille vorhanden ist, sich dieser Aufgabe wirklich auch anzunehmen. Nie zuvor sind so viele Daten über die klimatische Lage in der Arktis gesammelt worden. Und sie wird sich nun, denke ich, auch in der Zahl der zu erwartenden Publikationen niederschlagen. Die Klimaforschung wird genau dadurch noch mal einen neuen wichtigen Impuls erhalten. Und ich will an dieser Stelle auch betonen, all das geschieht im internationalen Schulterschluss. Wir haben damit aus meinem Haus heraus noch während die Expedition lief, begonnen, erste Maßnahmen zur Förderung der Auswertung zu starten. Und wir finanzieren die Auswertung mit rund 10 Millionen Euro. Die Bundesregierung selbst, und deswegen ist das Thema ja auch noch mal groß in der Diskussion, hat die Klimaziele für Deutschland noch einmal verschärft. Und mit Blick auf die ersten Erkenntnisse der Polarstern-Expedition, was wir so bisher hören durften, zeigt auch, dass dies unter den gegebenen Bedingungen absolut richtig gewesen ist. Und unser Ziel ist deshalb richtig. Wir wollen 2045 klimaneutral werden.
Wir wissen, dass das ein sehr ambitioniertes Ziel ist, aber eben auch ein notwendiges Ziel. Und ich will an dieser Stelle auch noch einmal betonen, dass wir damit Wissenschaft, Forschung und Innovation in den nächsten Jahren einen wirklichen Parforce-Ritt zumuten. Aber wir brauchen eben in den Klimatechnologien diesen rasanten Fortschritt, um überhaupt für die nächsten Generationen noch Handlungsmöglichkeiten uns zu erhalten. Ich will auch drei Sätze zum grünen Wasserstoff sagen. Beim grünen Wasserstoff gehen wir davon aus, dass wir für die Schwerindustrie den Energieträger der Zukunft haben. Wir müssen uns in der Mobilität bei den CO2-armen Antriebsarten weiterentwickeln. Die Digitalisierung ist auch ein großes Thema für uns, weil die wahnsinnige Energiemenge, die wir für die Digitalisierung aller Lebensbereiche brauchen, ist für uns eben auch eine Forschung- und Entwicklungsaufgabe, dass wir da effizienter werden. Und all diesen Entwicklungen, wo wir ja immer mehr Energie brauchen, auch entgegenzuwirken, dazu brauchen wir eben auch Wettbewerbsfähigkeit und materiellen Wohlstand unseres Landes, damit wir da immer auf der Höhe der Zeit bleiben können. Dabei werden wir Schutz des Klimas und wirtschaftliche Prosperität auf jeden Fall im Einklang miteinander sehen. Und wir werden diese Dinge nicht als Gegensatz begreifen, sondern als sich ergänzende Möglichkeiten, weil am Ende steht ein großes Ziel dahinter. Und das Ziel ist, diese Prosperität und den Schutz des Klimas miteinander zu denken, denn diese Fäden sind unauflösbar miteinander verknüpft. Denn nur mit einer starken, nachhaltig ausgerichteten Wirtschaft und Gesellschaft werden wir die Welt bewahren, wie sie heute vielfach noch ist. Und ich glaube, man kann auch sagen, im Moment ist die Erde ein Wunder und ein Geschenk für uns alle. Insgesamt geben wir deswegen alleine nur in dem Programm Forschung für Nachhaltigkeit, und das ist nur ein Teil dessen, was wir bei uns im Haus machen, bis 2024 4 Milliarden Euro aus und haben das einfach noch mal verdoppelt, um unser Klima zu schützen. Und ich habe gerade schon gesagt, das ist eben längst nicht alles, was wir bei uns im Haus machen, aber das ist natürlich das größte Programm. Und deswegen will ich auch ganz offen sagen, dass wir noch weitere Anstrengungen brauchen. Ich glaube, es ist vieles auf einem guten Weg, aber wir müssen wirklich jede Möglichkeit, CO2 zu binden, zu nutzen, zu vermeiden, nutzen in all seinen Formen. Und deswegen müssen die Investitionen in Forschung und Entwicklung noch weiter gehen, als wir das bisher planen. Und ich habe dies ja auch am Wochenende schon mal sehr generell gesagt. Aber das gilt natürlich insbesondere für die Klimaforschung und auch für die Klimatechnologien. Im Moment ist ja in der Diskussion die Verteilung der 8 Milliarden aus dem Klimapaket, und auch die Erforschung und Entwicklung von Klimatechnologien werden natürlich noch weitere zusätzliche Investitionen benötigen. Und ich bin sehr froh, dass ich nach vielen Gesprächen dort überall, wo ich das thematisiere, auch auf offene Ohren treffe. Denn nur wenn wir Technologien in der Breite für den Klimaschutz haben, bleiben uns die Handlungsspielräume erhalten. Denn der Kampf gegen den Klimawandel ist ein Marathon, kein Sprint. Und der wirklich schwierige Teil des Weges hin zur Klimaneutralität liegt noch vor uns. Und deswegen möchte ich auch auf einen ganz besonderen Punkt eingehen. Die CO2-Konzentration in unserer Atmosphäre ist schon jetzt fast anderthalb Mal so hoch wie vor der Industrialisierung. Und, das ist auch wichtig, es wird ja noch weiter steigen. Gucken wir doch einmal nach China. China beispielsweise strebt erst 2060 Klimaneutralität an. Und das bis dahin emittierte CO2 bleibt natürlich in der Atmosphäre und treibt weiter den Klimawandel an. Was ziehen wir für Konsequenzen daraus? Wir müssen eben nicht nur Emissionen reduzieren, sondern wir müssen auch lernen, CO2 in großen Mengen wieder aus der Atmosphäre rauszuholen. Und wissenschaftliche Berechnungen zeigen, dass wir nur so das Pariser Klimaziel von deutlich unter 2 Grad überhaupt noch erreichen können. Und dabei ist die CO2-Entnahme, und das ist mir wichtig, das zu sagen, nur eine notwendige Ergänzung der CO2-Reduktion. Und wenn wir bis 2045 klimaneutral leben wollen und wirtschaften wollen, dann müssen wir es schaffen, dass die Methoden für die CO2-Entnahme bis dahin eben auch voll einsatzfähig sind. Und spätestens nach 2030 müssen wir auch mit der Entnahme beginnen. Und da sehen Sie schon, bis 2030, das sind noch 9 Jahre oder 8,5. Das erfordert deswegen bereits heute schon intensive Forschung und Entwicklung.
Und diese Entwicklungen brauchen große Forschungsinvestitionen. Und deshalb ist es auch folgerichtig, wenn wir mit diesem Ansatz nun auch in größeren Maßstäben dann mit ins Klimaschutzgesetz gehen und in die Neufassung des Klimaschutzgesetzes sollte das aufgenommen werden. Die Szenarien sehen vor, dass vor allem in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts mehrere hundert Gigatonnen CO2 der Atmosphäre entnommen werden müssen. Und das ist ein Vielfaches der aktuellen globalen Jahresemissionen. Die Kohlendioxidentnahme, kurz CDR, ist ein hochkomplexes Verfahren. Es gibt bereits verschiedene Ansätze für die CO2-Entnahme. Dazu zählt zum Beispiel die CO2-Entnahme aus der Atmosphäre durch natürliche Senken wie Böden, Meere, Moore, Wälder, aber eben auch landwirtschaftliche Techniken oder umfassende Wiedervernässung von Mooren ist ein Beispiel, wie man eben optimieren kann, die CO2-Bindung in Böden auch zu optimieren. Auch die Meere bieten Möglichkeiten. Aber wir müssen dabei beachten, Meere und Ozeane enthalten bereits jetzt 50 Mal so viel Kohlenstoff wie die Atmosphäre. Und Experten erwarten, dass der Anteil der ozeanischen CO2-Speicherung abnehmen kann, da unsere Meere und Ozeane auch heute schon unter Stress stehen. Wir haben deswegen zwei neue Initiativen mit einem Volumen von roundabout 50 Millionen Euro angestoßen. Das eine ist das Programm Marine Kohlenstoffspeicher als Weg zur Dekarbonisierung zu untersuchen. Zusammen mit der Deutschen Allianz für Meeresforschung wollen wir da Möglichkeiten entwickeln, Konzepte und auch Lösungsideen zur Aufnahme und Speicherung von CO2 aus der Atmosphäre durch die Ozeane. Das ist anwendungsbezogene Forschungsmission, die eben der Politik und natürlich auch immer der Gesellschaft ganz konkretes Handlungswissen an die Hand geben soll. Das zweite Programm sind Methoden zur Entnahme von atmosphärischem CO2 und widmet sich damit terrestrischen Ansätzen. Und aus den Ergebnissen soll die Wissenschaft dann Bilanz ziehen, welche der Methoden die größten Hebelwirkungen ermöglichen und gleichzeitig auch umweltschonend einsetzbar sind. Weitere technologische Ansätze sollten hinzukommen. Da geht es zum Beispiel um den massenhaften Anbau von Biomasse, die wird zur Energiegewinnung genutzt, das entstehende CO2 dabei aufgefangen und zum Beispiel in tiefe Erdschichten eingelagert. Es geht aber auch um gigantische Anlagen, in denen CO2 herausgefiltert werden kann und anschließend dann eben auch eingelagert werden kann. Zu erforschen ist eben aber auch die Alternative, ob man nicht abgefangenes CO2 in feste Stoffe umwandeln kann, die sich dann vielleicht auch einfacher speichern lassen oder, wenn wir mal auf den Bau gucken, vielleicht auch als Baustoffe in der Baubranche wiederverwendet können. Dafür gibt es heute in der Wissenschaft schon sehr spannende Ideen, aber da ist noch viel Arbeit zu tun, bis das in unserem Alltag ankommen kann. Und noch einen abschließenden Punkt will ich machen. Wir wollen auch unseren Blick noch stärker auf die Ozeane an sich richten, nicht nur in ihrer Funktion als Klimaschutz. Und deswegen haben wir am 1. Juni aus Berlin heraus den Startschuss gegeben für die UN-Dekade der Ozeanforschung für nachhaltige Entwicklung. Die Ozeandekade wird weitere Sichtbarkeit schaffen für die Bewahrung und die nachhaltige Nutzung von Ozeanen, Meeren und auch Meeresressourcen. Wichtige Ziele dieser Dekade sind oder zentrale Ziele dieser Dekade sind auf der einen Seite das Wissen über das Meer zu vermehren, das Meer und die Ozeane zu schützen und das, was dort lebt, dann auch nachhaltig zu nutzen. Die Ozeane, die ja sowas wie eine Klimamaschine mehr sind, wirklich besser zu verstehen, ist ein ganz wesentlicher Ansatz und damit auch die internationale Forschungskooperation noch einmal zu stärken. Die UN-Dekade bezieht auch die Welt mit ein und das ist, glaube ich, der wichtige Punkt, dass wir da enger zusammenarbeiten. Die Mosaikexpedition in die Arktis hat uns doch in den letzten zwei Jahren eins sehr deutlich gemacht. Die deutsche Meeres- und Polarforschung leistet wertvolle und umfangreiche Arbeiten für den Klimaschutz und sie hat daraus, finde ich, eine sehr klare Botschaft formuliert, dass nämlich das Engagement gegen den Klimawandel eine gemeinsame und auch grenzüberschreitende Aufgabe ist. Und deswegen, liebe Frau Dr. Arndt, lieber Herr Professor Rix, dass Sie sich für uns
in so einer langen Zeit und in einem so langen Zeitraum in so unwirtliche Regionen begeben, in denen normale Menschen freiwillig oft nicht lange aushalten. Ich will nur Kälte, Dunkelheit, Eisbären ansprechen. Ich glaube, das wissen wir nicht wirklich richtig zu schätzen, was das bedeutet, was Ihnen das abverlangt. Aber deswegen auch noch mal ganz herzlichen Dank dafür. Und für mich sind Forschende wie Sie im Grunde die Helden unserer Zeit. Wir gucken ja immer in die Vergangenheit und was da so Forscher auf den Weg gebracht haben. Und Sie machen das eben in unserer Zeit. Und ich glaube, es ist nicht übertrieben zu sagen, Sie sind die Helden unserer Zeit. Und deswegen noch mal ganz herzlichen Dank dafür. Ich freue mich sehr, dass wir heute, weniger als ein Jahr nach dem Ende der Mosaikexpedition, bereits erste Erkenntnisse gemeinsam präsentieren können. Und ich bin auch ganz gespannt, weil Sie immer auch schöne persönliche Erlebnisse erzählen. Dafür auch ganz herzlichen Dank. Das lässt uns ein bisschen anders immer noch teilhaben. Vielen Dank, Frau Ministerin. Herr Rex. Herr Rex, bitte. Ja, ein ganz herzlichen Dank, Frau Kalischek, für die sehr freundlichen Worte über unsere Expedition, aber auch für das klare Bekenntnis zur Technologieentwicklung Ihres Hauses. Ich komme da am Ende noch mal drauf zurück. Sehr geehrte Damen und Herren, vor einem Jahr waren wir noch in der Arktis, nun sind wir seit einem Dreivierteljahr wieder hier zurück an Land. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, es fühlt sich immer noch manchmal etwas seltsam an. Ich habe immer noch diese kurzen Momente der Flashbacks ins Eis. Denn das Eis ist zwar, wie Sie sagen, eine unwirtliche und kalte Landschaft, aber auch eine Landschaft faszinierender Schönheit. Und ich vermisse es immer, wenn ich gerade an Land bin. Aber jetzt mit etwas Abstand zur Expedition können wir es auch wagen, mal einen ersten Blick zurück zu werfen und darauf zu schauen, was wir gesehen haben. Und dazu sind wir heute hier. In dem Jahr der Expedition haben wir die Arktis kennengelernt wie nie zuvor. Wir haben ihren Herzschlag verfolgt, wir haben unsere Scholle durch alle Phasen ihres Lebenszykluses begleitet und wir haben dabei über 150 Terabyte an wissenschaftlichen Daten und mehrere 10.000 Proben von Schnee, Eis, Wasser, Atmosphärenbestandteilen und dem Ökosystem aus der Arktis zurückgebracht. Und damit haben wir neues Wissen über die Arktis in einem bisher nie dagewesenen Umfang gesammelt. Und ich glaube, das zeigt auch die Bedeutung dieser Expedition für die Wissenschaft, aber in ihren Erkenntnissen dann auch für die Gesellschaft. Und hier in diesem Moment, während wir hier zusammensitzen und sprechen, werden diese Daten und Proben von mehreren hundert Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern weltweit in Laboren jeder Art und in Computern weltweit analysiert. Es laufen zurzeit etwa 300 einzelne wissenschaftliche Aktivitäten, also Aktivitäten, die bestimmten spezifischen Fragestellungen auf Grundlage dieser Daten nachgehen. Und mit diesen Aktivitäten sind wir dabei, unser Wissen um das arktische Klimasystem Puzzlestück um Puzzlestück aus den Messungen zusammenzusetzen. Das ist das, was uns jetzt im Moment beschäftigt. Unser eigentliches Ziel ist dabei die Verbesserung der Klimamodelle. Und da sagen wir immer so Klimamodelle. Ich weiß gar nicht, wie viele Menschen sich wirklich vorstellen können, was so ein Klimamodell ist. Es ist der Versuch, das komplexe Räderwerk aller ineinandergreifender Prozesse im Klimasystem dieser Erde in unseren Computern so genau wie möglich nachzubauen. Damit also einen digitalen Zwilling unserer Erde im Computer zu erzeugen. Das ist das, was ein Klimamodell ausmacht. Und unsere Entscheidungen zum Klimaschutz, Frau Kalischek, Sie sind ständig daran beteiligt und Sie müssen sie fällen in der Politik. Unsere Entscheidungen zum Klimaschutz basieren auf den Vorhersagen dieser Modelle. Und daher ist es so essentiell, dass wir diese so präzise und robust bauen wie möglich, denn diese Entscheidungen werden sehr tiefgreifend sein. Sie werden in alle Bereiche unserer Gesellschaft eingreifen und sie werden finanzielle Ressourcen in einem Maß umverteilen, umbewegen, wie wir es bisher durch politische Entscheidungen noch nicht gesehen haben. Dazu brauchen wir eine robuste wissenschaftliche Grundlage. Und so eine komplizierte Mechanik wie die dutzenden ineinandergreifenden Einzelprozesse des Klimasystems nachbauen zu können, muss man reingehen in das Räderwerk dieser Prozesse und es von innen studieren. Wenn man nur von draußen drauf guckt, wird man es nie nachbauen können. Man muss von all den kleinen Zahnrädchen, Federchen und Schräubchen in diesem Uhrwerk genau verstehen, wie sie funktionieren und man muss sie genau vermessen. Man muss praktisch von jedem Zahnrad zählen, wie viele Zähne da dran sind. Das sind diese arktischen Klimaprozesse, von denen wir die Parameter eben bestimmen müssen. Und nur dann ist man in der Lage, dieses komplexe Uhrwerk selbst nachzubauen und damit dieses virtuelle Abbild unseres Planeten im Computer robust und korrekt zu erschaffen. Und genau das haben wir mit der Mosaikexpedition getan. Wir sind direkt in die Arktis gefahren, wir sind tief eingetaucht in die Mechanik des Klimasystems dort oben. Und wo wir bislang raten mussten, wie viele Zähne ein bestimmtes Zahnrad hat, so tun wir es ja bisher. Wir sagen gerne dazu, wir machen Ad-hoc-Annahmen darüber, wie ein Prozess funktioniert. Dieses Raten, was
ist ja nichts anderes, eine Ad-hoc-Annahme, können wir jetzt ersetzen durch Messdaten. Dieser Prozess wird aber sich über Jahre hinziehen und am Ende stehen dann die robusteren Klimamodelle. Wir wissen aber schon jetzt sehr viel. Und was wir jetzt schon aus den Daten und unseren Erfahrungen in der Arktis berichten können, darauf möchte ich doch auch heute schon eingehen. Während der Mosaik-Expedition hat sich das Eis im Frühjahr 2020 schneller zurückgezogen als jemals seit Beginn der Aufzeichnungen. Die Eisausdehnung war im Sommer dann nur noch etwa halb so groß wie vor Jahrzehnten und die Dicke kaum noch mehr halb so dick wie die Dicke des Eises zu Nansens Zeiten und seiner Expedition mit der Fram, einem hölzernen Segelschiff, vor fast 130 Jahren. Während des Winters der Mosaik-Expedition haben wir fast durchgehend 10 Grad höhere Temperaturen gemessen als Fridtjof Nansen während seiner Fram-Expedition. Und wir haben bereits herausgefunden, dass im Winter der Expedition in der Atmosphäre der Nordhalbkugel ein ganz ungewöhnliches Windmuster, ein atmosphärisches Zirkulationsmuster vorgeherrscht hat, mit einem arktischen Westwindjet, der stärker war als jemals seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahre 1950. Dieser Westwindjet ist genau das, was Sie im Wetterfilm jetzt heute häufiger mal auch in den Nachrichten sehen. Dieses Windband, was um die Arktis herumweht und was ganz entscheidend dafür ist, wie stark die Arktis vom Rest der Nordhalbkugel isoliert ist. Und es ist ganz entscheidend auch für unser Wettergeschehen hier in unseren Breiten, wo wir leben. Dieses Windmuster führte dann zusammen mit dem dünnen Eis, was wir ja vorgefunden haben, zu einer schnellen Drift des Eises in der Transpolardrift von der sibirischen Seite der Arktis über den Nordpol zum Atlantik. Und wir waren da mittendrin mit unserer Expedition. Das hat uns ungewöhnlich schnell durch die Arktis driften lassen, schneller als wir das erwartet hatten. Und es hat die Verteilung und die Eigenschaften des Eises für das gesamte nachfolgende Jahr verändert. Denn das Eis hat ein beträchtliches Gedächtnis. Das merkt sich, was ihm widerfahren ist während seiner Lebenszeit. Damit haben diese Prozesse aus dem Winter dann zu auch einem sehr schnellen Rückzug des Eises vor der sibirischen Küste im Frühjahr 2020 beigetragen. Und auch dieser Rückzug war schneller als jemals zuvor. Und dieses wiederum hat begünstigt, dass sich das Eis im Herbst 2020 dort viel später wieder geschlossen hat, als wir es jemals zuvor gesehen haben. Und damit die eisfreie Zeit über den Sommer länger geworden ist. Während dieser Zeit im Sommer konnte der Ozean große Mengen an Wärme aufnehmen und speichern und das hat eben dazu beigetragen, dass sich das Eis dann auch im Herbst langsamer wieder zurückgezogen hat. Auch das langsamer, als wir es bisher jemals gesehen haben. Und mit diesen Kopplungsprozessen, zwischen diesen Prozessen, die ich Ihnen gerade erläutert habe, dem ungewöhnlichen Windsystem im Winter, das hat dann eine Kaskade ausgelöst, die Eisverteilung und damit auch Wetter und Klima der Nordhemisphäre im ganzen darauffolgenden Jahr beeinflusst hat. Wir erinnern uns, glaube ich, alle noch gut an die Hitzewelle im Sommer 2020 hier in Europa. Und gerade solche Extremwetterlagen wie solche andauernden Hitzewellen werden durch den Rückgang des arktischen Eises verstärkt. Und wir haben im Frühjahr 2020 auch den stärksten Ozonabbau in der arktischen Stratosphäre gemessen, der jemals aufgetreten ist. Im Höhenbereich um knapp 20 Kilometer Höhe, wo wir eigentlich das Maximum der Ozonschicht haben sollten, wurde innerhalb weniger Wochen 95% des Ozons zerstört. Statt des Maximums der Ozonkonzentration fand sich dann im April dort stellenweise fast gar kein Ozon mehr wieder. Und die Dicke der Ozonschicht über der Arktis ist dadurch phasenweise um mehr als die Hälfte reduziert worden. Und das, Sie erinnern sich vielleicht, obwohl die Konzentration der menschengemachten Ozonkiller, dieser Fluorchlorkohlenwasserstoffe und der Halone, über die Sie vor Jahrzehnten viel gesprochen haben, obwohl die Konzentration seit 20 Jahren sinkt, was ein großartiger Erfolg des Montrealer Protokolls zum Schutz der Ozonschicht ist. Da fragt man sich natürlich sofort, was ist da los? Und auch dazu haben wir ganz aktuelle spannende Erkenntnisse, die uns erklären, was zu diesem Rekordozonabbau gerade jetzt geführt hat. Und da sind leider auch etwas besorgniserregende Erkenntnisse. Da muss ich Ihnen jetzt aber kurz erläutern, wie Wissenschaft funktioniert. Eine Publikation dazu und auch darüber, was uns hier in Zukunft in der Ozonschicht noch erwarten kann, wird in wenigen Tagen in der wissenschaftlichen Literatur erscheinen bei Nature Communications. Und deswegen kann ich Ihnen hier dazu noch nicht mehr berichten. Da muss ich Sie noch etwas um Geduld bitten. Es ist bei uns in der Wissenschaft guter Brauch, dass wir nicht wie in der Twitter-Sphäre jeden Gedanken sofort unkontrolliert einmal da raushauen, sondern dass wir ihn erst zunächst gut begutachten lassen von Fachkollegen und erst kommunizieren, wenn dieser Prozess stattgefunden hat und dann die Ergebnisse in der Folge davon in der renommierten wissenschaftlichen Literatur erschienen sind.
Gut, noch nie liefen so viele komplexe Instrumente gleichzeitig in einem Ort der zentralen Arktis wie auf unserer Scholle und unzählige weitere Puzzlestücke, über die ich jetzt gar nicht reden möchte. Zum Verständnis des arktischen Klimasystems beginnen sich gerade bei den vielen, vielen Teams abzuzeichnen, die weltweit an diesen Daten arbeiten. Von Anfang an war Mosaik so angelegt, dass wir die Arktis umfassend und in Gänze untersuchen wollten. Nicht nur Einzelaspekte. Und das ist uns gelungen. Und wir haben dabei mit unseren eigenen Augen gesehen, wie es um die Arktis steht. Ist das ganzjährige Eis der Arktis überhaupt noch zu retten? Wenn man das marode und völlig zerschmolzene Eis am Nordpol im Sommer 2020 gesehen hat, mögen einen da tatsächlich manchmal Zweifel überkommen. Im Klimasystem gibt es diverse Kipppunkte, Punkte, die zu irreversiblen, plötzlichen Veränderungen führen, die wir auslösen können, wenn die Erwärmung des Planeten einen bestimmten Schwellenwert überschreitet. Und wir haben gesehen, das Auslösen des Kipppunkts, der zum Verschwinden des sommerlichen Meereises in der Arktis führt, das steht unmittelbar bevor. Und dieser Kipppunkt ist nur einer der ersten, die bei zunehmender Erderwärmung überschritten werden. Bereits ab einer Erwärmung der globalen Mitteltemperatur um 1,5 Grad Celsius steigt das Risiko, weitere Kipppunkte auszulösen. Das grönländische und das westantarktische Eisschild können instabil werden und langfristig verschwinden. Die Alpengletscher sind bedroht und ob wir die Korallenriffe noch retten können, das wissen wir heute schon nicht mehr. Bei weiterer Erwärmung darüber hinaus drohen dann noch viele weitere Kipppunkte im Klimasystem. Ich kann sie hier nicht alle aufzählen, aber einige von ihnen haben katastrophale globale Folgen. Und von vielen dieser Kipppunkte wissen wir leider nicht genau, ab welchem Grad der Erwärmung sie überschritten werden, wo sie liegen. Wir wissen aber, dass jenseits der 1,5 Grad Celsius Erwärmung ein Minenfeld solcher Kipppunkte liegt und wir nicht genau wissen, wo die Minen wirklich liegen in diesem Minenfeld. Ab 1,5 Grad Celsius laufen wir in dieses Minenfeld herein. Und eins wissen wir jetzt schon, das Verschwinden des sommerlichen Meereises in der Arktis ist eine der ersten Tretminen in diesem Minenfeld. Einer der Kipppunkte, die wir als erstes auslösen werden, wenn wir die Erwärmung zu weit treiben. Und man kann sich tatsächlich fragen, ob wir nicht schon draufgetreten sind auf diese Mine und den Beginn der Explosion dieser Tretmine schon mit eigenen Augen gesehen haben. Und viele dieser Kipppunkte sind leider miteinander gekoppelt, genauso wie während der Expedition die Kette an Ereignissen, die wir im Winter ausgehend von diesem ungewöhnlichen atmosphärischen Zirkulationsmuster studieren konnten, wie diese eine ganze Kaskade von weiteren Prozessen nach sich gezogen haben. Genauso können auch die Kipppunkte sich gegenseitig beeinflussen und auslösen. Bei zu großer Erwärmung drohen dann hier unkontrollierbar werdende Kaskaden solcher Kipppunkte, was im Ergebnis das Klima der Erde in einen Heißzeitzustand ableiten lassen kann, der weit wegliegen wird von allem, was der Mensch, seitdem er als moderner Mensch auf diesem Planeten lebt, jemals gesehen hat. Um das Risiko für das Starten solcher Kaskaden zu begrenzen, und das ist, glaube ich, essentiell, dass wir das tun, müssen wir unsere Emissionen von Treibhausgasen jetzt drastisch und schnell reduzieren. Und ich glaube, das ist auch von jedem verstanden. Die aktuellen Klimaschutzziele der Bundesregierung sind angemessen und gut. Jetzt kommt es aber darauf an, dass wir auch die gesellschaftlichen Mehrheiten bekommen für die konkreten Maßnahmen, wie wir diese auch erreichen können. Denn im Moment sind wir noch nicht auf einem Pfad unterwegs, der uns zum Erreichen dieser Klimaschutzziele führt. Und dabei sollte es in erster Linie um ein faires und ausgewogenes Gesamtkonzept gehen, welches die Emissionsreduktion wirtschaftlich attraktiver macht als das immer weiter Emittieren von CO2 in die Atmosphäre, so wie es ja im Moment im Wirtschaftssystem immer noch aufgestellt ist. Aber leider, Frau Kalischek, Sie haben es gesagt, leider wird auch so ein Gesamtkonzept noch nicht reichen. Nachdem wir mit einem wirksamen Klimaschutz leider viel zu lange gewartet haben, beruhen heute praktisch alle noch glaubwürdig erreichbaren Treibhausgasemissionsszenarien, die es uns erlauben, die Erwärmung bis zum Ende des Jahrhunderts noch auf deutlich unter 2 Grad Celsius zu reduzieren, auf der Annahme negativer Emissionen in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts. Kurz gesagt also darauf, dass wir die Atmosphäre dann nicht mehr weiter mit Treibhausgasen vollmüllen, sondern dass wir dann mehr Treibhausgase aus der Atmosphäre entziehen, als wir in sie hinein freisetzen. Technologien für diese negativen Emissionen, die müssen wir ja noch entwickeln, die haben wir ja noch gar nicht. Dafür müssen wir, um die schlimmsten Folgen des Klimawandels abzumildern, um das arktische Eis, das sommerliche Eis der Arktis noch retten zu können, zum einen wirksame Mechanismen der Emissionsvermeidung entwickeln. Das ist uns, glaube ich, allen bewusst. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass wir dazu auch einen technologischen Innovationsschub brauchen. Und da das alles Zeitskalen erfordert, die Entwicklung dieser Technologien, die Beurteilung der Risiken und Nebenwirkungen, müssen wir diesen Innovationsschub heute anstoßen. Und in diesem Zusammenhang, Frau Kalischek, hat es mich wirklich gefreut zu hören, dass das BMBF sich hier zunehmend engagiert. Vielen Dank dafür. Und ich glaube, das ist zumindest mal auch eine gute Nachricht von heute. Vielen Dank, Herr Rex. Frau Arndt.
Ja, sehr geehrte Frau Ministerin, sehr geehrte Damen und Herren, auch von mir, ja, schön, dass Sie alle da sind und ich freue mich ganz Seiten sozusagen beprobt. Und als wir mit dem dritten Fahrtabschnitt Anfang März auf der Mosaikscholle ankamen, haben Kollegen vor uns erstmalig im arktischen Winter ein Meereiswachstum beobachten können von der Unterseite, was uns so bisher nie möglich war, weil wir nicht die Möglichkeit hatten, im tiefsten Winter in der zentralen Arktis zu sein, zu sehen, dass wir dort sogenanntes Plättcheneis, also unterkühltes Wasser unter dem arktischen Meereis beobachten können, was möglicherweise zum Beitrag zum Meereis, zu der Meereismassenbilanz und damit sozusagen dieser Erwärmung und dieses angehenden Schmelzens entgegenwirken kann. Dennoch beobachten wir gleichzeitig, das zeigen aktuelle Studien, die wir aus der Mosaik-Expedition gewinnen konnten, dass wir eine zunehmende Atlantifizierung der arktischen Wassermassen beobachten, sprich, dass wir einen Einfluss vom warmen Wasser haben, was halt diesem Meereiswachstum wieder entgegenwirkt und damit das Meereis schmilzt, sowohl im Sommer als auch im Winter. Und diese zunehmende dünne Arktis, Professor Rex ist schon bereits darauf eingegangen, das Meereis bildet sich wesentlich später im Jahr, es schmilzt wieder früher, all das trägt dazu bei, dass das Meereis dynamischer wird und damit auch wesentlich anfälliger. Auch darauf ist Professor Rex bereits eingegangen. Und wir haben das auf unserem Abschnitt erlebt. Wir sind zwischenzeitlich mit einer Geschwindigkeit von 1,8 Kilometer pro Stunde gen Süden gedriftet. Das sind Geschwindigkeiten, die kann man sich eigentlich kaum vorstellen, dass so eine kleine Eisscholle, wie wir sie am Ende nur noch hatten, so schnell driften kann. Aber das spiegelt sich am Ende darin wider, dass wir für die gesamte Durchdrift der Arktis nur 300 Tage gebraucht haben, während Fridtjof Nansen dafür vor über 125 Jahren noch 3 Jahre gebraucht hat. Auch das zeigt die Veränderung der Arktis und zeigt auch ganz, ganz deutlich, dass wir was tun müssen. Denn für mich ist das tatsächlich diese Dynamik sinnbildlich für die Veränderung der Arktis und für die wirkliche Zerbrechlichkeit der Arktis. Denn diese Dynamik hat zur Folge, dass wir in unserem zentralen Observatorium, an dem wir gearbeitet haben, waren wir ab Anfang März wirklich davon beeinträchtigt und dass wir in einem Umfeld gearbeitet haben, wo sich Risse geöffnet haben, wo wir direkt den Austausch zwischen Atmosphäre und Ozean beobachten konnten, wo wir erstmalig Messungen zu diesem Zeitpunkt in der zentralen Arktis machen konnten, die uns gezeigt haben, wie wichtig es ist, diese Dynamik besser zu verstehen, wie wichtig es ist, diese kleinen Prozesse zu verstehen. Gleichzeitig hatten wir durch die Mosaikexpedition aber auch die Möglichkeit, im tiefsten Winter zu der unwirtlichsten Zeit die Tierwelt zu bestaunen. Trotzdem es so kalt ist, konnten wir sehen, dass wir Robben beobachten konnten. Jeden Tag aufs Neue hatten wir Besuch von den Robben bei uns im Camp. Kleinste Fische, Eisbären, all das zeigt auch, dass sich die Arktis verändert. Denn wie sonst hätten vor noch vielen, vielen Jahren, als das Meereis noch wesentlich dicker war, dementsprechend die Atemlöcher für die Robben so gar nicht möglich waren oder diese Risse im Eis, wie sonst hätten die Robben dort überleben können. Diese Erkenntnisse zu sehen, das mit eigenem Auge vor Ort zu sehen, in der zentralen Arktis, im arktischen Winter, hat mich persönlich sehr beeindruckt. Und gleichzeitig tut es aber auch weh zu wissen, dass wir womöglich die letzte Generation sind, die eine Arktis erleben darf, die im Sommer auch noch eine Meereisbedeckung hat. Denn diese Meereisbedeckung, wie wir wissen, geht nach und nach zurück. Und sie ist ein wichtiger Lebensraum für die Eisbären, für das kleine Ökosystem, aber natürlich auch die Schicht des Meereises, wie bereits Professor Rex darauf eingegangen ist, hat einen sehr, sehr wichtigen Einfluss auf die Austauschprozesse zwischen Atmosphäre und Ozean, hat einen großen Einfluss auf das Klimasystem und damit auch auf das lokale Klima- und Wettergeschehen, auch bei uns hier in Mitteleuropa, in Deutschland. Und das zu sehen und zu wissen, dass womöglich kommende Generationen das so nicht mehr erleben dürfen, das macht es tatsächlich schwer, da zu arbeiten. Es gibt uns aber auch viel, viel mehr dann noch die Möglichkeit, das zu schätzen. Und ich möchte dazu abschließend sagen, dass ich mir wünsche und ich sehe es mit großer Begeisterung, dass immer mehr für den Klimaschutz getan wird, dass auch die kommende oder die aktuelle junge Generation viel dafür tut, dass das Interesse in der Gesellschaft angekommen ist, dass wir was tun müssen. Es stehen alle mit offenen Armen und großen Augen da und schauen auf unsere Ergebnisse. Es ist ein tolles Feedback, was wir aus der Gesellschaft erhalten, dass halt das Interesse da ist. Dennoch wünsche ich mir natürlich für die Zukunft, dass wir dort noch mehr machen können, dass wir an all diese Punkte angreifen können. Denn ich möchte in Zukunft nicht quasi Zeitzeuge einer Arktis sein, die meereisbedeckt war und dann, wenn ich im Rentenalter bin, womöglich nicht mehr im Sommer eine Meereisausdehnung aufzeigt.
sondern ich möchte Botschafter sein, Botschafter aus der Arktis, das in die Gesellschaft tragen und auch die kommenden Generationen dafür begeistern, die Forschung fortzuführen, aber auch die Notwendigkeit zu sehen, diese Forschung fortzuführen, da es uns alle am Ende betrifft, nicht nur uns in der Wissenschaft und in der Politik, sondern wirklich die gesamte Gesellschaft. Danke. Vielen Dank, Frau Arndt. Wir kommen zu den Fragen. Die erste Frage kommt online von Herrn Jollans. Frau Kalitschek, alle Experten sagen, dass vor allem eine sofortige Reduktion von Emissionen notwendig ist, um die Pariser Klimaziele zu erreichen. Warum setzen Sie auf unausgereifte CDR-Technologie, statt das Geld in einen früheren Ausstieg aus den fossilen Energien zu investieren? Das eine ist ja, dass wir in den Bereichen, wo wir heute schon genügend Kenntnisse haben, was wie wirkt, dass wir da in die Umsetzung gehen. Aber ich glaube, bei den Ausführungen von Herrn Professor Rex ist sehr, sehr deutlich geworden, dass es eben nicht nur um den Status quo geht, sondern dass es auch darum geht, uns in die Lage zu versetzen, die Entnahme aus der Atmosphäre in großem Umfang zu leisten. Und da wissen wir eben noch längst nicht, was da genau wie wirkt und welche Auswirkungen eben welche technologischen Möglichkeiten haben. Und deswegen ist genau an der Stelle noch viel Forschung zu leisten. Das eine ist eben jetzt auszurollen, wo wir ausrollen können, indem wir CO2-Reduktion haben. Und die zweite Säule ist definitiv, sich auch auf großformatige Entnahme vorzubereiten. Vielleicht darf ich noch ergänzen. Ich glaube, wer Emissionsreduktion und Entnahme gegeneinander ausspielt, hat die Größenordnung des Problems noch nicht vollständig erkannt. Beides ist auf der uns größten möglichen Skala erforderlich, um das Rad noch herumzureißen und die Klimaerwärmung auf deutlich unter 2 Grad zu begrenzen. Die Technologieentwicklung zur Entnahme von CO2 aus der Atmosphäre kann überhaupt kein Ersatz sein für allergrößte Anstrengungen zur schnellstmöglichen Reduktion unserer Emissionen. Aber selbst wenn wir die unternehmen, zeigen uns die Berechnungen der Klimamodelle, dass es keinen glaubwürdigen Emissionspfad mehr gibt, nachdem wir jetzt so spät damit anfangen, der uns die Klimaerwärmung auf deutlich unter 2 Grad bis zum Ende des Jahrhunderts begrenzt, der ohne Nettoentnahme aus der Atmosphäre in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts auskommt. Und nachdem wir das erkannt haben, ist es ja ein Imperativ, dass wir uns mit dem Thema beschäftigen. Ansonsten würden wir ja implizit das Ziel aufgeben, die Klimaerwärmung auf deutlich unter 2 Grad begrenzen zu können, wenn wir uns davon verabschieden. Ich möchte mich davon nicht verabschieden. Ich liebe das arktische Meereis. Ich möchte, dass wir den Planeten bewahren. Deswegen halte ich es für angezeigt, dass wir uns in der Forschung mit den Entnahmetechnologien beschäftigen, damit wir dann unsere Optionen kennen, wenn es notwendig wird, darin einzusteigen. Wolfgang Mulke, die Korrespondenten. Herr Rex, könnten Sie doch noch ein paar Takte zur Ozonschicht sagen? Ich habe jetzt die Folgen noch nicht so richtig begriffen. Und eine zweite Frage vielleicht an Sie beide. Wäre denn jetzt nicht allmählich mal die Zeit dann für eine Polarstern 2? Vielleicht darf ich es einschieben. Ich habe eine zweite Frage online zu der Ozonschicht, die vielleicht noch konkreter ist, weil die Frage, wir haben es ja ausgeführt, kommt das Ozon doch jetzt wieder? Das ist die Frage, die online gekommen ist. Also wir haben gesehen, dass wir 20 Jahre, nachdem die Konzentration der ozonzerstörenden Substanzen in der Atmosphäre angefangen hat zu fallen, sie ist zurückgegangen um einige Prozent bisher erst. Das liegt daran, dass die eine so große Lebensdauer haben, diese Gase, aber dass wir jetzt so lange danach den nie gesehenen Rekordozonabbau in der arktischen Stratosphäre gefunden haben, während der Mosaik-Expedition. Das stellt natürlich die Frage nach den Gründen dafür. Darüber kann ich Ihnen tatsächlich in wahrscheinlich 1-2 Wochen mehr sagen. Wir gehen aber davon aus, dass es ein deutlicher Hinweis darauf ist, dass das Thema Ozonschutz, Schutz der Ozonschicht noch nicht erledigt ist, sondern hier auf einem Umweg zurückkommen kann, den wir berücksichtigen müssen. Polarstern 2, das ist, glaube ich, Ihr Etat. Entschuldigung, die Auswirkungen. Sie sprachen noch kurz über die Auswirkungen. Die Auswirkungen einer dünneren Ozonschicht, und hier war sie, wie gesagt, in einigen Bereichen weniger als halb so dick, als sie sein sollte, ist eine erhöhte UV-Strahlung an der Erdoberfläche. Die Ozonschicht schützt uns vor der harten UV-Strahlung der Sonne. Die ist schädlich für alle Bereiche des Ökosystems. Beim Menschen kann sie auslösen nachlassendes Immunsystem. Schäden in den Augen, und das Schlimmste ist natürlich das Auftreten von vermehrten Sonnenbränden, die später im Leben dann Hautkrebs zur Folge haben können, und das kann viele Tote zur Folge haben.
Ja, ich will gerne die zweite Frage beantworten. Ja, es wird eine Polarstern 2 geben. Und zwar werden wir das Alfred-Wegener-Institut in die Lage versetzen, ein solches Schiff nach modernsten Standards und Erkenntnissen zu beschaffen. Das Vergabeverfahren, was dem bevorsteht, wird durch das AWI selbst und eigenverantwortlich durchgeführt. Wir gehen aber heute davon aus, dass wir den Zeitpunkt Ende 2027 ein neues Schiff, eine Polarstern 2, zu haben, erreichen können.